Es war schon faszinierend, diese Kulisse am letzten Spieltag in München im Olympiastadion zu sehen. 70.000, obwohl es eigentlich um nichts mehr ging, wenn man einmal davon absieht, dass Karl-Heinz Rummenigge also noch Torschützenkönig werden konnte. Und sie taten in der Tat alles für ihn. Die Zuschauer wurden zwar etwas unzufrieden, 0:0 zur Halbzeit, aber dann fielen die Tore, die erwarteten Treffer dennoch. Hier Karl-Heinz Rummenigge zum ersten Mal. Es war bereits das 2:0, den ersten Treffer hatte Niedermayer erzielt. Das 2:0 in der 64. Minute, das war Treffer Nummer 28. Und 8 Minuten später folgte dann Treffer Nummer 29. Paul Breitner überließ seinem Freund und Kollegen die Ausführung eines Strafstoßes. Und Karl-Heinz Rummenigge beherrscht dieses Metier auch nicht schlecht. Es war das 3:0 beim 4:0-Sieg gegen Bayer Uerdingen. Und damit war er Torschützenkönig. Wer hätte das noch gedacht, als so um die Winterzeit Burgsmüller ganz klar vorne war. Von 89 Toren der Bayern schoss er also 29, ein Drittel. Und eigentlich wollte er nur so um die 20 erzielen. Er war übrigens auch neben Udo Horstmann der Einzige, der alle 34 Bundesligaspiele bestritt. Und am Ende lagen die Bayern 4 Punkte vor dem HSV und hatten die um 18 Treffer bessere Tordifferenz gegenüber dem Hamburger. Das war die 7. deutsche Meisterschaft, die 6. seit Bestehen der Bundesliga. Damit zogen die Bayern mit dem FC Schalke 04 gleich. Lediglich der Club liegt mit 2 Titeln mehr noch klar voran. Am Ende konnten sie alle mit Fug und Recht singen, We are the Champions. Es war ein verdienter Meister, der FC Bayern München.